Thema und Karte Nummer 33. Wirkungsvolles Sprechen. Brücke der wahrhaftigen Kommunikation. Die Worte Nein und Nicht sowie die Silben Un, Ent und die Schlusssilbe Los haben in unserem Sprachgebrauch einen sehr großen Platz eingenommen. Warum vermeide ich den Gebrauch genau dieser Worte? Die Antwort ist so einfach und doch wollen viele sie nicht wahrhaben. Es gibt in unserem Kopf kein Bild dafür, also für die Worte Nicht und Nein und so weiter. Und noch viel wichtiger, auch in unserem Unterbewusstsein nicht. Und unser Unterbewusstsein speichert alles, aber auch wirklich alles ab. Was möchtest du also deinem Unterbewusstsein für Botschaften geben? Was soll es bitteschön für dich alles abspeichern? Und es ist nicht nur das Unterbewusstsein. Es wird auch in der Akasha-Chronik gespeichert. Zum Beispiel bei der Aussage, ich werde nicht arm, wird alleine durch das Wort arm ein Bild der Armut erzeugt. Und genau dieses Bild wird dann im Unterbewusstsein abgespeichert. Gerade wenn man Affirmationen macht zum Beispiel, ist es ganz wichtig, die richtigen Worte und somit die richtigen Bilder zu wählen. Also besser, ich bin reich. Und Bilder sowie Gefühle von Reichtum dazu sehen und fühlen. Denke jetzt nicht an einen roten Elefanten mit gelben Füßen und einer blauen Mütze. Siehst du, schon tanzt er vor deinem inneren Auge. Auch wenn das ein eher lustiges Beispiel ist, so ist die Wirkung in allen Lebensbereichen frappierend. Insbesondere in der sogenannten Erziehung kann die richtige Wortwahl wahre Wunder wirken. Egal ob bei Kindern oder bei Tieren. Gib den Kindern die Bilder von den Dingen, die sie machen sollen. Und nicht von denen, die sie nicht machen sollen. Denn bei ihnen bleibt nur das Bild im Kopf hängen. Oder zum Beispiel bei der Hundeerziehung, da ist es noch eindeutiger. Sag mal zu deinem oder zu einem Hund, mach nicht Sitz. Na? Und schon sitzt er. Dieses einfache Beispiel lässt sich hervorragend auch auf viele andere Bereiche in unserem Leben übertragen. Gib den Menschen, mit denen du redest, immer die Bilder in den Kopf, die du ihnen geben möchtest. Hier noch ein krasses Beispiel. Ich werde sie nicht enttäuschen, sagen viele Leute, wenn es um irgendetwas Wichtiges geht oder zum Chef oder wenn sie eine Stelle haben wollen und so weiter. In diesem Satz empfängt der Zuhörende jedoch eindeutig das Bild mit der Botschaft, ich werde sie enttäuschen. Und noch genauer hingesehen empfängt er sogar das Bild, ich werde sie täuschen. Ich weiß, dass das heftig ist, was ich jetzt hier sage, aber fühle auch du mal hinein und mache deine eigenen Erfahrungen. Du hast jeden Tag bei all deinen Gesprächen viele Möglichkeiten, dies praktisch auszuprobieren. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Und jetzt möchte ich hier noch einen Schritt weitergehen. Bei spirituellen Menschen ist es in, von der bedingungslosen Liebe zu reden. Viele möchten sie auch leben und das ist auch gut so. Nur, dass auch hier die Krux im Detail liegt. Die Botschaft, die das Unterbewusstsein erhält, ist Bedingung, Liebe. Oder anders ausgedrückt, um Liebe zu bekommen, zu geben, musst du eine Bedingung erfüllen. Denn für das Wort, also genauer die Silbe los bei bedingungslos, gibt es kein Bild. Und ich habe lange überlegt, wie man das anders ausdrücken kann. Besser ist, die allumfassende und alles durchdringende Liebe, eben die göttliche Liebe. Unser Unterbewusstsein kennt auch keine Zeit. Deshalb habe ich in dem Beispiel eben auch geschrieben, ich bin reich. Ich
lebe in göttlicher Liebe. Ich bin Liebe. Also, Worte erzeugen Bilder in uns. So auch deine Worte bei jedem deiner Gesprächspartner. Erzeuge mit deinen Worten die richtigen Bilder. Und noch etwas. Bedenke, dass deine Worte immer das Ende deiner Gedankenwolke sind. Aber der Beginn einer neuen Gedankenwolke bei deinem Gegenüber. Auch das ist ein wichtiger Hinweis, um die richtigen Worte und somit die richtigen Bilder zu wählen. Zugegeben, es ist eine ganz schöne Herausforderung, aber eine, die sich lohnt. Denn du erzeugst auch die richtigen Bilder für dich. Je länger und öfter du dies durchführst, desto leichter wird es. Ja, du wirst dich sogar recht schnell daran gewöhnen. Besonders wichtig ist dies auch bei Affirmationen und in Meditationen. Es ist sehr spannend. Probier es ab jetzt aus. Für dich, für deine Mitmenschen, für uns alle, für eine wahrhaftige Kommunikation. Schau dir nun das Symbol wirkungsvolles Sprechen an und lasse es auf dich wirken. Mit dem Blick auf das Symbol setzt du deinen persönlichen Transformationsprozess bereits in Gang. Du kannst dies so oft und so lange durchführen, wie du es möchtest und wie es sich für dich stimmig anfühlt.